das Jahr 2024 ist aus Sicht der Habichtskreuze ein sehr schwieriges Jahr. Offensichtlich ist die Mauspopulation im Wald aufgrund fehlender Nahrung vergangenen Jahr im Herbst zusammengebrochen, sodass die Habichtskreuze dieses Frühjahr nicht ausreichend Nahrung finden, um selbst zur Brut zu schreiten. Aus diesem Grund ist es in dem Wiederansiedlungsprojekt extrem wichtig, einmal eine kritische Größe an Vögeln im Freiland zu erreichen. Und dementsprechend groß ist die Rolle des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms und damit die Unterstützung von Zoos in ganz Europa.